Moin moin meine aktiven Freunde. Ich mache heute mal so ein bisschen, ja, Werbung kann man es eigentlich nicht nennen. Sondern ich will ein bisschen was zur Unterstützung der deutschen Videospielszene tun. Das hat die dringend nötig. Sie hat zwar in der Vergangenheit einige gute Spiele rausgebracht, aber sie ist ein bisschen hinterher, finde ich. Ich wurde angeschrieben von einem Spieleentwickler. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist sogar Spieleentwickler in diesem Fall nicht auf eine Firma bezogen, sondern tatsächlich auf einen einzigen Kerl. So wie zum Beispiel Banished von einem einzigen Kerl damals entwickelt wurde. Und dieser Kerl hat mich verzweifelt angeschrieben mit einer sehr, 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 sehr langen Nachricht bei Facebook und hat mir sein Anliegen geschildert. Und es ist halt so, man kriegt oft als YouTuber Nachrichten, man soll irgendwas machen, man soll irgendwem helfen, man soll irgendwo für Werbung machen. Das ist fast täglich sowas. Insofern, normalerweise sagt man, komm. Aber in diesem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das ein bisschen berührt, was er so geschrieben hat. Und deswegen mache ich jetzt dieses kleine Video hier. Ich will jetzt nicht lang ausholen, es geht um Folgendes. Der entwickelt seit über 2 Jahren ein neues Horrorspiel in der CryEngine von Crytek. Die ist ja, mit der kann man ja frei arbeiten. Und die sieht unglaublich geil aus, das wissen wir alle. Und der entwickelt da alleine ein Horrorspiel. Das hat unter anderem auch Pandoria, hat da schon ein paar Videos auch zu gemacht. Das könnt ihr auf deren Kanal auch sehen schon, das Spiel. Also so ein bisschen so erste Bilder davon. Und der entwickelt das also mit dieser CryEngine. Und Crytek selber, die diese Engine entwickelt haben, die haben jetzt so ein Fund. Ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch? So ein Preisgeld oder sowas eben ausgeschrieben und dort kann man eben für Projekte, die mit dieser CryEngine entwickelt werden, abstimmen und die Top 3, also die meisten Stimmen kriegen, die Top 3, die kriegen dann aufgeteilt 1 Million Dollar, also richtig viel Cash in die Tasche. Und dieser Entwickler hat mich also verzweifelt angeschrieben, er braucht ein paar Stimmen, kurz gesagt, und das ist eine ganze Menge Geld, mit der er eben dieses Spiel weiterentwickeln kann. Der macht das momentan, also wirklich, der steckt da sehr viel rein. Und ich fand das cool, der kommt aus Hessen, der macht ein cooles Spiel, der macht ein Horrorspiel. Ihr wisst, ich bin ein Riesenschisser, bei mir gab es schon lange kein Horrorspiel mehr, aber vielleicht könnte ich mich dann dazu überreden, das mal zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, da mache ich ein Video und den unterstütze ich. Also, ihr müsst auf die Seite cryengine.com gehen. Ich sage schon mal weg, alles, was hier in dem Video gezeigt wird, ist übrigens kostenlos. Ne? Ihr geht auf cryengine.com, den Link findet ihr in der Videobeschreibung ganz oben. Dann geht ihr hier oben auf Sign Up. Man muss sich dafür anmelden. Ja, ich weiß, anmelden auf Seiten ist immer blöd. Ich finde das auch mal blöd. Aber der Sinn ist natürlich einfach, um Betrug zu vermeiden. Es geht da immerhin um eine ganze Menge Kohle. Insofern will man nicht, dass da Leute betrügen. Also muss man sich hier kurz anmelden. Mache ich jetzt mal eben. So, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich hier den Haken wegmachen, dass ihr keine Werbung kriegt. Das ist euch überlassen. Dann soll man hier eine Nummer eingeben. Okay. Damit bin ich jetzt schon angemeldet. Man könnte jetzt die CryEngine runterladen, wenn man das möchte. Aber das wollen wir gar nicht. Sondern wir wollen hier gehen auf Explorer. Ich weiß nicht, ob die Seite auch auf Deutsch vorhanden ist. Bei mir ist es jedenfalls Englisch. Also jedenfalls hier oben links. Und dann der Indie Development Fund. Darum geht es nämlich. Und hier steht es auch schon. 1 Million Dollar werden verteilt an die Top 3 insgesamt. Und da findet ihr jetzt hier unten die Projekte. Und da seht ihr auch, wie viel Votes sie jeweils haben. Und dann gehen wir jetzt hier einmal auf View All Projects. Beziehungsweise ihr könnt auch direkt den zweiten Link in der Videobeschreibung anklicken. Da kommt ihr direkt zu dem Projekt und könnt dann direkt abstimmen, nachdem ihr schon einen Account gemacht habt. Aber ich suche das jetzt mal selber. Also wir gehen hier auf Load More, bis wir hier Darkness Anomaly finden. Das ist das Spiel. Ich, wie gesagt, das ist der Link, den kann ich euch auch gerne in die Videobeschreibung packen. Und hier wird auch nochmal das Projekt beschrieben, ausführlich, worum es geht und so weiter und so fort. Und mehr als jetzt hier auf Like Project zu klicken, muss man nicht machen. Ja, okay, wir müssen, also okay, ihr müsst doch noch ein bisschen mehr machen, ihr müsst eure E-Mail kurz bestätigen, das mache ich mal eben. So, CryEngine Account aktivieren, wunderbar. So, und jetzt können wir hier auf Like Project klicken, zack, und damit ist das hier bei 450 Likes. Und die anderen beiden, die mit in den Top 3 sind, haben ganz ähnlich viele. So, und Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Aufwand von 1 bis 2 Minuten. Es kostet euch nichts, ihr müsst nicht irgendwelche sensiblen Daten angeben, außer einer E-Mail und eurem Namen oder einem Nutzernamen. Und das ist ein sehr cool aussehendes Horrorspiel. Wie gesagt, da gibt es auch Bilder, auch hier im Hintergrund seht ihr ja wahrscheinlich gerade Bilder und es gibt auch schon Videos auf YouTube und ich finde, das kann man wirklich mal unterstützen. Die 1, 2 Minuten kann man sich nehmen und dann könnt ihr euch danach, könnt ihr stolz und zufrieden sein, weil ihr einen Beitrag geleistet habt zur deutschen Videospielszene. Ich finde das jedenfalls sehr, sehr cool und ich muss sagen, also, wenn wir nicht mindestens, ja, jetzt gerade während ich hier den Vote abgegeben habe, sind wir bei 450. Wenn wir nicht mindestens auf 600 kommen, bin ich ein bisschen enttäuscht, ja. Das muss ja zu schaffen sein für 1, 2 Minuten Aufwand, ohne was zu zahlen, ohne irgendwas runterzuladen, ohne irgendwie sonst was zu machen. Das ist ja auch eine legitime Seite, CryEngine. Ich meine, ihr kennt das alle, ihr kennt Crytek, ihr kennt die CryEngine. Das ist also jetzt nichts, kein Scam oder sowas. Die hauen 1 Million raus, der freut sich, wenn er da in den Top 3 ist. Und ich finde, das kann man mal unterstützen. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn er das eben macht. Links dazu in der Videobeschreibung, erklärt habe ich es im Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich wünsche dem lieben Roma sehr viel Erfolg damit. Ich hoffe, dass er ein cooles Spiel macht dann auch und dass er da ein bisschen Kohle kriegt und das weitermachen kann. Und das war's von diesem kleinen Video. Dankeschön an euch. Ich bin raus, euer Walle.